So, liebe Freundinnen und Freunde, im Namen der Revolutionären Arbeiterpartei MEPD begrüße ich auf das Herzlichste eure Teilnahme hier an diesem Tage hier in Kreuzberg. Als Erdogan den Befehl gab, seine Armee nach Afrin zu schicken, zu diesem völkerrechtswidrigen Angriff, da träumte er davon, dass diese Armee und diese islamistischen Banden in 3 Tagen Afrin erobert haben. Aus den 3 Tagen wurden nicht 6 Tage, nicht 7 Tage, nicht 2 Wochen, sondern fast 2 Monate. Und jetzt, was ist passiert? Die JPG und JPG und die demokratischen Kräfte Afrins wussten ganz genau, wir haben nicht die entsprechenden Waffen gegen die Flugzeuge und die schwere Artillerie. Deshalb haben sie eine Veränderung ihrer Taktik vorgenommen. Sie haben damit Zehntausenden von Menschen ihre Gesundheit und ihr Leben gerettet. Diese Tatsache war wohl überlegt. Und dieser Kampf ist nicht beendet. Er ist nicht verloren, denn es beginnt nur eine neue Phase dieses Krieges. Jetzt wird die Guerilla, wie mein Vorredner Nick gesagt hat, entsprechend gegen diese Besatzerarmee auftreten. Und die Kämpfer, die heute noch in Raqqa kämpfen oder in Tabqa stationiert sind, sie sagen ganz klar, der Kampf gegen den IS tritt für uns in diesem Moment an die 2. Stelle. Unsere Kämpfer gehören jetzt nach Afrin. Wir werden dieser Besatzerarmee das Leben zur Hölle bereiten. Aber wir wissen auch, dieser völkerrechtswidrige Angriff, das Morden von Hunderten von Zivilisten und Hunderten von Kämpfern, die für die Freiheit ihr Leben gegeben haben, das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die verschiedenen imperialistischen Kräfte ihren Segen dafür gegeben haben. Es war nicht nur der russische Imperialismus, der seine Armee entsprechend und Truppen zurückgezogen hat. Es war nicht nur der US-Imperialismus, der Erdogan grünes Licht gegeben hat. Die Türkei selbst ist heute ein neuimperialistisches Land und strebt danach nach einer Expansion in den Mittleren und Nahen Osten. Wir müssen diese Veränderung des imperialistischen Weltsystems auch nüchtern anerkennen, sonst begreifen wir nicht, warum dieser Krieg inzwischen, dieses Leiden und das Elend der Menschen inzwischen 7 Jahre lang dauert. Und er ist längst nicht beendet. Zu viele neuimperialistische Kräfte sind daran beteiligt. Und ich möchte sagen, wenn wir heute die Zeitungen aufschlagen und entsprechend die Nachrichten sehen, die herrschenden Medien in diesem Lande verbreiten praktisch im Auftrage dieser Regierung und des deutschen Imperialismus, dass jetzt praktisch hier Mord und Totschlag auf den Straßen bedrohen würde. Es wären die kurdischen Demonstranten. Nein, wir weisen diese Lügen entschieden zurück. Die Terroristen sind nicht die Kurden. Es ist ein freiheitsliebendes Volk. Erdogan, Erdogan ist der Terrorist. Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist, Erdogan, Terrorist. Die Freunde haben auch gesagt, Nevros werden wir einerseits voller Trauer, voller Wut, aber auch voller Zuversicht und Kampfwillen entsprechend feiern. Morgen gibt es den Weltaktionstag Afrin wird leben, organisiert von der ICOR und der ILPS. Er findet statt in 70, 80 Ländern dieser Welt und allein in Deutschland in über 50 Städten. Hier in Berlin beginnen wir um 16.30 Uhr auf dem Oranienplatz.
Und ich fordere euch auf und ich freue mich schon heute darauf, all eure Fahnen morgen auf dem Oranienplatz zu sehen. Wir werden nicht nur Ibrahim Kodi sehen, sondern andere kurdische, afghanische und deutsche Musikgruppen. In diesem Sinne, morgen Newroz, hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch!